Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial. Ich zeige euch heute, wie man bei eurer Easybox 802 von Vodafone die Ports freischaltet. Als erstes braucht ihr eure IP-Adresse vom Internet. Dafür geht ihr auf Start, Systemsteuerung, sind Netzwerk und Internetverbindung, Internetoptionen, nein, nicht Internetoptionen, Netzwerkverbindungen, unter eurer Internet. Dann unter Netzwerkunterstützung Details. Hier steht dann eure IP-Adresse. Die braucht ihr für später, um die Ports freizuschalten. So, dann geht ihr im Internet auf eure Seite von der Vodafone Easybox. Das ist, das kann man googeln. Hier ist die, der Link zu dieser Seite 192.168.2.1. So, und dann muss man hier Benutzernamen und Kennwort eingeben. Das ist immer derselbe. Benutzername ist root. Und das Kennwort ist 123456. Dann gehen wir auf Anmelden. So, dann geht ihr auf Daten, auf NAT, auf Portmapping. Ich habe jetzt hier schon ein Port für Minecraft, einen Server. Normalerweise, wenn ihr noch keinen habt, müsst ihr hier auf dieses Zeichen gehen. Dann kommt hier eure IP hin, die ich hier gerade gezeigt habe. Systemsteuerung, Internet, Internetoption. Mein Gott, ich gehe mal auf dieses. Ja. Netzwerkverbindung. Da. So, das ist diese. Hier müsst ihr hier eintragen. Das ist bei jedem anders und ja, die steht hier halt. So, dann gebt ihr den Namen ein, hier 1.9, das ist jetzt meiner. Dann könnt ihr TCP, UDP oder beides auswählen. Und dann der Port von eurem Spiel, gebt ihr hier zweimal ein. Ja, dann geht ihr auf Einstellen und dann habt ihr den Port auch schon frei. Ich mache das jetzt nicht, weil ich brauche ja jetzt keinen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Dann habt ihr den Port freigeschaltet und könnt direkt in eurem eigenen Browser losspielen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ja, tschüss.